Aber bis jetzt klappt es ja auf jeden Fall. Und es darf sich, wie gesagt, angeregt unter den Kommentaren in Sachen in Form von Kritik geäußert werden. Es darf mitdiskutiert werden über Themen, die ich hier eventuell mal anspreche. Das ist sogar sehr willkommen und sehr gesehen. Ich beteilige mich da auch immer fleißig auf jeden Fall bei den Diskussionen. Und ja, das war's eigentlich schon. Also ich, na, diesmal hat es sich anscheinend nicht bestätigt, ne? Keine Diamanten leider. Schade, aber dafür ein bisschen Kies, den wir für Wege benutzen können natürlich. Und wenn wir natürlich unsere ersten Sachen mit Diamanten haben, also als erstes fange ich wie gesagt an mit dem Schwert, damit ich leichter gegen Monster kämpfen kann. Oder mache ich mir einen Verzauberungstisch direkt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde mir als erstes ein Schwert craften und danach werde ich, nee, Quatsch, siehst du, ich brauche eine Axt, eine Spitzhacke, damit ich nämlich Obsidian abbauen kann. Wo wir von Obsidian sprechen, oder ist das hier der Bedrock? Ich glaube, das ist der Bedrock. Und jetzt baue ich wie immer alles wieder zu, damit mich hier nichts überraschen kann. Gelegentlich scheint es trotzdem noch zu laggen. Wo bin ich denn eigentlich? Ach, da ist der Gang. Okay, oh, da werde ich hier viel nochmal zubauen müssen. Aber glaubt mir, Leute, es lohnt sich echt wieder alles zuzumachen, weil es kann ziemlich nervig sein, wenn in den Zwischenräumen dann die ganze Zeit ein Zombie am Rumgrillen ist, dass er dich fressen möchte. Ist echt nervig und deswegen baue ich immer alles direkt wieder ganz zu. Immer schön mit Kobbel. Den Kobbel, den ich gerade hole, den baue ich dann wieder ab, einfach nur quasi. Den Kobbel, den ich abgebaut habe, den baue ich wieder direkt an. Wobei ich in dem Fall ja noch nicht mal Kobbel abgebaut habe, ne, sondern einfach nur Kies, ne, war das nur. Ich könnte natürlich auch mit Kies das Ganze hier wieder füllen, aber darauf habe ich keine Lust. Weil den Kies, den möchte ich wie gesagt behalten. Du kannst jetzt hier wieder wegkommen. Zack. Maluka im Hintergrund. Skyrim. Muss ich auch mal wieder spielen, das Spiel. Habe ich eigentlich ein Let's Play zu gestartet. Ist natürlich nicht abgebrochen, keine Sorge, aber bislang finde ich einfach nur Zeit für Spiele, worauf ich Bock habe. Und das ist halt jetzt zur Zeit gerade Morrowind und Minecraft natürlich. Und deswegen werden die beiden jetzt natürlich erstmal ein bisschen weiterlaufen. Ich kann halt nicht immer alles machen, weil ich nebenbei auch noch meine Ausbildung habe, ne, Leute? Ups. Das wisst ihr aber natürlich. Zumindest die, die es gucken und schon einiges verfolgt haben, die wissen das. So, hier hat es sich leider nicht gelohnt. Vielleicht lohnt es sich ja demnächst. Vielleicht finden wir auch demnächst hier auf dem Weg einfach mal ein paar Diamanten vor uns. Wäre natürlich schön. Am besten gleich 3 Stück. Jupp, das sieht gut aus. Aber es läuft jetzt echt mega flüssig gerade, Leute. Also hier auf meinem Bildschirm. Ich weiß, dass es leider über das Aufnahmeprogramm her leckt. Aber hier bei mir ist alles echt top. Mega flüssig. Ich kann mich echt nicht beschweren. Und darauf kommt es ja im Prinzip eigentlich an, wenn es dann bei euch ein bisschen... Mano. Geh weg. Okay, dann hat sich das schon, oder... Wie weit geht dieser Gang? Aha, okay, okay. Ja, mhm. Da haben wir noch ein bisschen Redstone. Da können wir mal ein bisschen gucken gehen, oder? Was sich hier noch so Schönes findet. Vielleicht kriegen wir es hier auch zugebaut. Das kriegen wir zugebaut, Leute. Jawohl. Kommt von euch jemand die Drachensprache? Die Frau hat ja gut geübt, würde ich mal behaupten. Aufpassen, dass ich hier nicht in Brand gerate, vor allem wenn ich noch gar keine Dings habe, noch gar keinen Eisenbecher, mit dem ich mir irgendwie mal vielleicht ein bisschen Spaß muss sein, ein bisschen Wasser mitnehmen könnte. Okay, so sieht es hier also aus. Lava ist natürlich immer noch unter uns. Da habe ich gerade ein bisschen Schiss vor allem wegen den Redstone. Ich möchte den natürlich eigentlich behalten. Jetzt gucke ich noch mal ein bisschen, ob hier noch irgendwo Redstone ist. Ja, natürlich ist hier noch ein bisschen Redstone. Okay, da. Okay, das ist safe. Da drunter. Wie sieht's. Oh, da ist noch mehr Redstone. Wie sieht's dahinter aus? Okay, das kann ich anscheinend safe abbauen. Ich guck nochmal auf der Seite hier. Jep, das kann man safe abbauen. Nochmal einmal da drunter gucken. Jawohl. Immer gucken, ob auch alles wirklich safe ist, wenn ihr keine Materialien verschwenden wollt. Das ist echt super, 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 super wichtig. Ne?
Minecraft Lesson 1.4 auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe endlich alles zum Laufen gekriegt und da bin ich auch mega stolz und mega froh drüber, dass ich jetzt endlich hier mit Forge alles zu laufen bekommen habe. Und hier werde ich auch nochmal ein bisschen ausleuchten. Dann wird hier schon nichts mehr spawnen, so. Ja, dann können wir uns gleich im Prinzip den nächsten Gang vornehmen, weil hier ist jetzt eigentlich so... Nee, kann hier eigentlich... Hier kann ich noch weiter. Aber wir wollen natürlich hier nichts verschwenden. So. Und so. Und jetzt geht's weiter in die Richtung. Und dann haben wir wieder ein bisschen Redstone. Mensch, die Redstone-Ebene hier für uns anscheinend. Und Eisen auf jeden Fall auch. Wo ich nie zu Nein sage. Ich sag zu nie irgendwas Nein, wie gesagt. Weil ich bin ja die Ressourcenhure. Schlechthin. Das Beispiel Nummer 1, wenn man den Duden aufschlägt. Unter Ressourcenhure, dann steht da Pseudonym von Pseudonym-LP. Habe ich mir mal so sagen lassen. So, und jetzt kann ich nochmal Brot in mich reinschmeißen. Und dann geht's weiter. Eigentlich könnte ich während des Strip-Minings im Prinzip die Monster ja ausstellen und den Peaceful-Modus einschalten, weil hier eh nicht großartig was auf uns zukommt, wenn wir das gut machen. Und ja, aber... Weil dann würde ich auch im Prinzip ein bisschen Brotressourcen sparen, aber wir haben später so unendlich viel Brot, dass es mich im Prinzip nicht kümmern braucht. Und ich glaube, wir werden gleich auf eine Höhle stoßen, wenn ich mich nicht irre. Weil ich habe gerade einen Zombie gehört, ihr natürlich wahrscheinlich auch. Uff. Das war jetzt natürlich nicht geplant. So. Habe ich die ganze Zeit noch... Ja, ich habe es noch an, okay. Und wie ich jetzt gesagt habe, wir sind auf eine Höhle gestoßen und ich habe Angst. Vor allem, weil ich noch kein Dings habe, noch keine Rüstung. Never dig straight down, Leute. Never dig straight down. And never use your diamonds on a hoe. Den Spruch fand ich super, ey. Echt, ich hab in den Kommentaren, ich hab mich gefeiert. Den habe ich noch nie gehört, den Spruch. Und dementsprechend gut fand ich den. Stirb, Abschaum. Arschgeigen, Zombies, ey. Das mit dieser friedlichen Musik kombiniert. Super. Und dann hier so und so und so. Kein Creeper? Hallo? Oh. Das Bild, das wird Thumbnail auf jeden Fall. Also kann man nicht anders sagen. Das wird auf jeden Fall das Thumbnail, wie ich mich erschrocken habe. Vor allem auch noch mit der Kamera rumgesponnen habe deswegen. Okay, dann haben wir hier das Eisen gefunden, ne? Wenn ich mich nicht irre, war das doch hier, ne? Jawohl, hier war das. Und das holen wir uns natürlich gleich ab. Zack, alles unser. Alles meins. Ist da irgendwas? Auf jeden Fall haben wir jede Menge Lava. Ich muss mir echt so ein Bucket, glaube ich, mal machen. Das wäre, glaube ich, echt praktisch. Oh, ich bin immer noch total erschrocken, Leute. Echt. Das ist Minecraft. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Nö! Kein Creeper. Ich brauche eine Eisenrüstung, Leute. Ich werde mir jetzt eine Eisenrüstung craften, auf jeden Fall. Wenn ich genügend habe. Ich habe ja jede Menge eigentlich gefunden, also dürfte es im Prinzip kein Problem sein. Kommt uns auch nicht hinterher. Ist auch hier jetzt keiner? Super. Hier oben auch keiner? Hallo? Okay. Gehen wir wieder ganz nach unten. Ah. Arschgeigen Creeper, ey. Echt ohne Scheiß. Als erstes machen wir uns ein Bucket und dann nehmen wir von draußen Wasser mit. Wir machen uns zwei Buckets, weil wir dann auch noch Dings mitnehmen wollen. Lava, vielleicht mal. Und den Rest werde ich jetzt kurz einschmelzen gehen und dann werde ich mir eine Dings craften. Eine Rüstung. Ich kann jetzt mittlerweile auch hoch sprinten sogar, ne? Boah, guckt euch das an. Boah.
Okay. Oh. Ich komme hier hochgesprintet und krieg auf einmal einen Creeper ins Gesicht. Was ist denn da los? Hier ist nichts. Ja, okay. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen besser ausleuchten. Oh, Alter. Creeper gefickt fürs Leben, ohne Scheiß. Gott, ey. Es ist immer noch. Die Pumpe pumpt immer noch. Mit zwei Abstand sieht es besser aus. Offensichtlich. Yep. Mit zwei Abstand ist das Leben besser. Okay, klappt das nicht. Sondern so, genau. Und ich glaube, wir brauchen hier in der Mitte noch ein paar Lichtblöcke. Haben wir hier irgendwo eine Mitte überhaupt an sich? Mhm, und zwar hier. Das scheint hier die Mitte zu sein. Dann bauen wir uns hier nämlich so was Schönes, nicht, sondern sowas Schönes. Wo wir nämlich einfach nur ein paar Fackeln drumherum anbringen können. So, nun ist der ganze Raum hier ausgeleuchtet. Wer, wenn nicht? Aber es hat gepasst, ne? Hier sind diese zwei Abstand in der Mitte. Genau, da sind auch noch diese zwei. Passt auch genau mit denen überein und hier mit diesen Zweien hier. Super. Dann ist doch alles richtig. Oh, ey. Bin immer noch verrottetes Fleisch. Alles klar, wissen wir Bescheid. Packen wir jetzt einfach mal einmal 54 hier rein. So. Hier packen wir auch nochmal eine Fackel hin, einfach nur zur Sicherheit. Hier natürlich auch. Und da auch. Arschgeigen-Creeper, ey. Hauptsache, 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 ey. Ich meine, der ist ein Creeper getötet. Hey! Hallo, Creeper? Schwert? Wie lange dauert die Nacht noch, frage ich mich natürlich gerade. Naja, gehen wir einfach mal wieder runter. Und Minecraft läuft jetzt gerade super flüssig. Also für meine Verhältnisse natürlich. Level 16, wir müssen bald eventuell mal dran denken, uns, wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall dran denken, mal Diamanten zu finden. Ah, es ist natürlich der schöne Blick auf das Ganze an sich hier versperrt durch das Ding hier in der Mitte. Machen wir das so einfach. Oder? Warum nicht? Und dann können wir hier auch noch schon direkt vielleicht so. Dann könnte man hier zum Beispiel eine Truhe reinstellen. Da müsste ich gar nicht mehr nach draußen im Prinzip. Und das Ganze will ich hier auch noch mit Cobblestone auskleiden. Das heißt, ich werde bei der Gelegenheit hier mal die ganzen Wände rausreißen und alles mit Cobblestone aushöhlen. Also alles, wirklich hier komplett. Aber das werde ich, glaube ich, in einer vorgespulten Folge machen, beziehungsweise werde ich das Ganze dann vielleicht vorspulen. Das wird ungefähr bestimmt in wirklicher Zeit 1,5 bis 2 Stunden dauern, bis man das alles dann auch noch ausgefüllt hat. Und das Ganze werde ich dann versuchen, auf so ungefähr 20 Minuten runter zu kloppen. Das dürfte dann ziemlich lustig aussehen und da werde ich dann einfach ein bisschen Musik drunter legen. Jetzt renne ich die ganze Zeit hoch und runter und habe gar keinen Plan, was ich eigentlich gerade vorhabe. Noch ein bisschen Ah ja, siehst du, genau, ich wollte Eisen schmelzen, um den Creepern entgegenzuwirken. 12 Stück haben wir jetzt schon gemacht. Genau, die Buckets, das war nämlich das Ding. Ich wollte nämlich eigentlich noch ein bisschen Wasser von draußen holen. Da machen wir uns hier unten, glaube ich, auch gleich direkt so einen Endlichbrunnen. Da brauchen wir nur 2 Stück für, ne? Ja. Oh, wird endlich hell. Nehmen wir mal kurz die Eimer mit raus. Hallo? Da ist eine Spinne, die hat uns auch gesehen. Ich mag Spinnen nicht, aber das Ding ist, dass die auch den Tag überleben. Die wird jetzt direkt runterkommen, wenn wir rausgehen, das weiß ich jetzt schon. Es wird aber gleich hell. Das warte ich jetzt noch einmal ganz kurz ab und dann werde ich die Spinne einfach töten.
werde mich dann geschickt umdrehen, so wie ich das schon einmal in meiner Hardcore-Staffel gemacht habe. Deswegen ist bloß die Hardcore-Staffel ist niemals erschienen. Unpraktisch also das zu erwähnen im Prinzip, weil es halt nie existiert hat. Hier oben können wir im Prinzip noch eine Etage machen vielleicht, wo wir einfach nur nach Kohle suchen werden oder so. Wenn wir mal Kohle brauchen. Oder wir machen das hier oben auf dieser Etage. Ich kann auch übrigens das Ganze einfach nur runtersprinten. Aber ich muss erstmal kurz hier das, die Helligkeit abwarten. Und es ist ja jetzt schon hell, ne? Stirb. Abschaum. Ey, fang an zu brennen. Ich wollte schon sagen. Oh, da ist ein Creeper. Her mit deinem XP. Aua. Gut, 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 gut. So, also Wasser wollten wir. Und zwar zwei Eimer voll. Einmal und zweimal. Danke. Eigentlich könnten wir im Prinzip jetzt hier das Ganze einmal kurz ausfüllen, damit das Ganze nicht ganz so uneben aussieht. Ah, es reicht noch nicht. Hier reicht das jetzt, dann können wir hier jetzt bestimmt... Nee, doch nicht. Können wir doch nicht. Dann halt hier vielleicht. Jep, das klappt. Ich hab eben gerade doch... Ich wusste doch, ich habe was gehört. Aua! Mann, warum ich? Mann, das tut doch weh. Voll ins Gesicht, die Arschgeige. Ich brauche ein besseres Schwert, ich werde mir gleich ein Dingschwert machen. Ein wunderschönes. Irgendwo noch ein Creeper? Hallo? Nee? Gut. Nee, ich werde mir gleich erstmal schön ein Eisenschwert machen, damit ich die Creeper ein bisschen schneller down kriege. Ey, Hauptsache. Reißt er mir das halbe Feld weg, die Arschgeige. Ah, natürlich passt jetzt nichts mehr in mein Inventar. Müssen wir jetzt kurz lernen mit Kies und Steinen und hast du nicht gesehen? So. Okay, haben wir jetzt wenigstens ein bisschen Samen bekommen? Ja, haben wir.